don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen Food Haul. Wir haben heute Samstag, Jakob und ich kommen gerade frisch vom Einkaufen. Wir haben zwei prall gefüllte Taschen. Meiner Oma haben wir auch noch ein paar Sachen mitgebracht, die habe ich ihr schon unten gelassen. Und insgesamt haben wir, ich habe es noch gar nicht zusammengerechnet, 60 Euro und ein paar gequetschte ausgegeben. Wir waren bei Aldi und bei Edeka. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und wir legen los. Fangen wir mal mit der rechten Tasche an. Ich mache mir hier mal ein kleines bisschen Platz. Wir haben bei Aldi zwei Käselaugenstangen, ja, oder Zöpfchen geholt. Die wollten wir zum Frühstück haben. Dann haben wir noch zwei Donuts mitgenommen. Einmal mit so bunten Streuseln, einmal mit so weißen Streuseln. Die waren für 59 Cent und ich fand das einen sehr guten Preis für einen Donut. Und dann dachte ich mir so als Nachtisch nach dem Frühstück oder heute Nachmittag irgendwann, ja, und da habe ich die mitgenommen. Dann habe ich einmal Romana Salatherzen mitgenommen für zum Kochen diese Woche. Bei Edeka hat Jakob einmal Panna Cotta mitgenommen. Das waren hier so zwei kleine Pöttchen. Die waren runtergesetzt auf 80 Cent. Dann habe ich bei Aldi noch zwei Gurken mitgenommen. Im Moment sind Gurken ja wieder super teuer, jedenfalls bei uns. Aber ich brauche einmal für Gurkensalat und dann einmal für zwischendurch. Im Moment habe ich wieder voll Lust auf Gurke. Also zwei Stück. Dann einmal Frühlingszwiebel, die mag ich auch im Moment total gerne, schon seit längerem. Und ja, fürs Brot und so mag ich die einfach total gerne. Schmeckt halt einfach total geil. Und das passt perfekt, denn ich habe bei Aldi einmal einen Riesenfrischkäse gekauft. Und zwar von Buko. Das ist jetzt 300 Gramm. Und das sieht man, dass er so ein riesiges Pack ist. Ja, und dann so mit Maggi und dann Frühlingszwiebel drauf. Super, super lecker. So, ich habe ein Dinkel-Sandwich-Toast mitgenommen. Vor ein paar Wochen hatte Jakob runtergesetzt, mal einen Dinkel-Toast mitgenommen. Und irgendwie war das richtig lecker. Deswegen habe ich mir das jetzt bei Aldi als so ein kleines Toast, weil das gibt es nur in klein, mitgenommen. Und wollte das dann nochmal haben. Dann haben wir von Jakobs Tante, weil mit der fahren wir samstags ja immer einkaufen, noch eine... Ja, wie soll ich sagen, so eine kleine Aufmerksamkeit bekommen, weil wir wollen halt nichts dafür, dass wir mit ihr samstags einkaufen fahren. Also das würde mir im Traum nicht einfallen als Familie. Aber sie möchte uns trotzdem etwas geben, weil wir immer mit ihr fahren und dann dürfen wir uns beim Einkaufen immer was aussuchen. Ja, und ich habe mir Schokofrosch ausgesucht. So, dann habe ich einmal bei Aldi so eine Gemüsepfanne hier mitgenommen, also so ein Pfannengemüse. Wir wollten das diese Woche machen und da hat Jakob sich das hier ausgesucht. Da sind Champignons und Mais, Erbschen, ich glaube ein paar Paprika-Dinger sind da drin und Möhrchen. Das kann jetzt gleich direkt mal eingefroren werden. Dann hat Jakob einmal rote Beete mitgenommen, denn er liebt ja rote Beete. Und die wollte er sich die Tage mal wieder machen. Dann habe ich noch einmal Soße mitgenommen, denn wir wollten so einen kleinen Braten machen, den ich noch eingefroren habe. Und da fehlte mir die Soße zu. Dann einmal kleine Datteltomätchen. Hier habe ich noch ein Baguette, das haben wir für Jakobs Mama mitgebracht. Sie hat uns geschrieben, ob wir eins mitbringen können. So, einmal Schmand zum Kochen diese Woche. Dann habe ich Kekse mitgenommen. Die waren nämlich im Angebot, ich glaube für 65 Cent, wenn ich mich nicht irre. Und diese kleinen sind so lecker. Ich habe einmal diese kleinen Schokokekse mitgenommen und dann diese wilde Tiere Butterkekse, die sind richtig lecker und die kann man auch für unterwegs super mitnehmen, wenn man irgendwo hinfährt. Dann habe ich noch nach längerer Zeit mal wieder dieses Flatbread hier von Aldi gekauft. Das ist total geil, einfach als Snack zwischendurch, wenn man sich so ein Ding macht, vielleicht ein bisschen Tomatenmark drauf, irgendwie Käse oder Salami oder sowas. Ja, und dann einfach kurz in den Toaster, das ist richtig lecker. Wenn man mal so einen kleinen Hunger hat und dann noch nicht kochen will oder so, passt immer perfekt, wenn wir dann irgendwie abends erst kochen, wenn Jakob da, von der Arbeit oder von der Schule kommt und ich aber irgendwie mittags und mit meiner Oma dann ein bisschen Hunger habe, dann ist das perfekt. Einmal Fleischwurst war im Angebot, haben wir mitgenommen. Und seit Wochen haben die bei Aldi hier diese Cabanossi. Und die sind einfach so lecker. Vielleicht kennt der ein oder andere die. Das sind ja so eigentlich, ja, polnische Würstchen, würde ich mal so sagen. Die sind auch in Polen hergestellt und wir hatten die vor einer Woche oder so, haben wir die schon mal geholt. Und ja, jetzt habe ich nochmal eins mitgenommen mit Käse. Die sind einfach so geil. Aber
Ich glaube, das war es dann auch, bevor man sich daran irgendwie satt ist. Das ist ja dann auch nicht Sinn der Sache. Dann haben wir noch einmal Creme à la Cuisine, also zum Kochen. Da hatten die jetzt leider nur noch die mit 15%, aber das passt auch. Dann noch einmal neue Petersilie, die gefriergetrocknete mag ich am liebsten. Und einmal Bacon-Ei-Aufstrich, da war auch so ein XXL-Ding im Angebot mit 250 Gramm. Und das ist für Jakob. Jetzt habe ich hier noch vier Sachen von DM, die kann ich euch auch schnell zeigen, weil wir waren noch kurz bei DM. Wir brauchten nämlich noch Deo, meins müsste aber auch hier irgendwo sein. Ich hatte mir auch noch mal eins mitgenommen. Ah, hier, genau. So, einmal Deo. Jakob hat sich das hier ausgesucht und ich wie immer mein Fahrdeo. Das ist am besten, also ich mag es am liebsten. Und die hatte ich bei Instagram gesehen, dass es die jetzt neu gibt. Und zwar diese Augenpads, die liebe ich ja von DM. Hydrogel-Augenpads und zwar mit Schokolade. Oh mein Gott, da hat Jakob sich auch welche ausgesucht. Ich habe ihm gesagt, die können wir dann morgen früh direkt mal drauf machen. Und einmal neue Seife, da habe ich jetzt von Balea mit Beeren und Vanille mitgenommen. So, kommen wir zur zweiten Tasche. Hier haben wir einmal das, was Jakob von seiner Tante bekommen hat, dafür, dass wir immer fahren. Und zwar einmal Mini-Schokoküsse. Die hat er sich ausgesucht. So, und dann haben wir noch einmal Brötchen zum Frühstück. Das sind jetzt drei normale und ich habe gesehen, ein Körnerbrötchen. Meine Oma hat auch ein Körnerbrötchen noch gekriegt. Und ihr hatte ich auch Tomate, Gurke und sowas mitgebracht. Und was hatte ich denn noch mitgebracht? Brot und so weiter. Also, ja, aber ich hatte das unten schon ausgeräumt. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, ob ihr nochmal Bock hättet, dass ich mal ein Foodhaul mit meiner Oma nochmal zusammen mache. Ich glaube, das habe ich letztes Jahr irgendwann mal gemacht. Und ja, schreibt mir das definitiv sehr gerne. Dann mache ich das mit Omi nochmal. Einmal eine Packung Milch, denn eine haben wir noch hier. Dann haben wir nochmal Trauben mitgenommen. Die waren immer noch bei Edeka für 1 Euro im Angebot. Und Jakob hatte, ich glaube gestern hatte der sich die gemacht, beziehungsweise halt gemacht, also gezupft, gewaschen und so. Und die waren sehr lecker, hat er gesagt. Dann habe ich zweimal 5-Minuten-Terrinen eingepackt und zwar Brokkoli-Nudeltopf und Hühnernudeltopf. Ist halt auch perfekt für mich für mittags, wenn ich irgendwie einen kleinen Hunger habe oder so und wir noch nicht kochen. Und die waren im Angebot für 79 Cent. Einmal noch Äpfel, 6 Stück, immer noch für 99 Cent. Die sind nämlich super lecker. Ich habe gestern Abend einen gegessen und dachte mir, oh mein Gott, da muss ich definitiv noch welche von mitnehmen. Dann habe ich noch von Milram einmal diesen Frühlingskräuterquark mitgenommen. Der war runtergesetzt auf 50 Cent. Hatte ich voll Bock drauf, zusammen mit der Gurke irgendwie dann so zu dippen. So, dann haben wir ein bisschen Fleisch eingepackt zum Einfrieren, weil wieder super viel im Angebot bzw. super viel runtergesetzt war. Und ihr wisst, ich nehme das dann gerne mit, dann kann man es einfrieren, weil eventuell wird es sonst weggeworfen und das muss ja auch nicht sein. Wir haben einmal Minutensteaks für 1,75, die hatte Jakob entdeckt. Und dann habe ich noch einmal Puten-Mini-Steaks eingepackt, ebenfalls für 2,50 Euro runtergesetzt. Und einmal geschnetzeltes, auch für 2,50 Euro. Das wandert direkt in die Kühltruhe. Dann habe ich Maxi King mitgenommen. Direkt 2 Stück, weil ganz ehrlich, ich muss sagen, das ist so aus dem Kühlregal neben Schokofresh einfach die geilste Süßigkeit. Und das ist einfach so geil. Es war jetzt im Angebot für 99 Cent. Geht so schnell weg, deswegen habe ich 2 mitgenommen. Und Jakob hat sich einmal, oh, ein bisschen gequetscht. Hey, upsi. Einmal Kinder Pinguin ausgesucht. Achso, und hier haben wir noch 2 Ü-Eier von seiner Tante bekommen. Einmal hier so ein rosanes und ein grünes. Die sind total süß. Neues Tomatenmark brauche ich gefühlt im Moment für alles. Deswegen geht das so schnell bei uns leer. Dann haben wir noch einmal von Grünländer den Käse mit Gartenkräuter mitgenommen. Der war im Angebot. Und ich habe noch einmal Cocktailsoße mitgenommen. Damit wollte ich diese Woche so ein richtig geiles Salatdressing machen. Da hatte ich mal wieder Bock drauf. Und ich habe noch einmal Nudeln mitgenommen von Boitoni. Ebenfalls noch im Angebot für 99 Cent. Und als letztes habe ich hier noch einmal Kartoffeln, und zwar festkochende Kartoffeln. Ich glaube, das sind 2,5 Kilo. Ja, waren auch im Angebot für 1,59. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Essensplan. Wir machen einmal Klöße mit Braten und Salat. Da wollte ich die Romana-Salatherz machen. Das nehmen wir mit in die neue Woche. Das war noch von letztem Essensplan, weil wir einfach so viel hatten, was wir aufbrauchen mussten. Deswegen haben wir das Gericht und auch einmal Nudeln mit Gyros und Bohnensalat jetzt mit in die neue Woche genommen. Dann machen wir einmal Nudeln mit Hackfleischsoße und Gurkensalat. Hackfleisch habe ich noch eingefroren, also das soll so eine andere Soße werden. Nicht so Bolognese-mäßig, sondern so, ja,
Ich sehe es dann, wie ich es mache. Dann einmal Kartoffeln mit Gemüse und Hollandaise. Dafür das dann das tiefgefrorene Gemüse. Hollandaise habe ich super viel hier, weil wir ganz viel runtergesetzte bekommen haben. Und dann machen wir noch einmal Kartoffeln mit Fisch und Dillsoße. Fisch muss Jakob diese Woche noch mitbringen. Bei unseren Geräuschern haben wir kein Pangasius gekriegt. Und den mögen wir halt am liebsten. Den wollten wir unbedingt machen. Und dann schaut er einfach, wenn er von der Arbeit kommt oder von der Schule, ob er den noch irgendwo mitbringen kann. Genau. Das ist so unser Essensplan, wie immer 5 Gerichte. Und wir planen dann ein, genauso wie letzte Woche, dass wir 2 Gerichte übrig lassen für spontane Sachen oder falls was übrig bleibt, weil bei uns wird nichts weggeworfen. Ich hasse das, weil das ist so, nee, man hat Geld dafür ausgegeben und das ist halt Lebensmittel, da kann ich nichts wegwerfen. Und wenn zum Beispiel von Jakobs Family dann noch irgendeiner was übrig hat, die bringen das dann auch rüber, falls wir es brauchen könnten, genauso wie wir das dann auch immer machen. Ja, und deswegen lassen wir immer was übrig. Also ein bisschen Zeitraum von den Tagen her, dass wir dann nicht hier im Essen versinken. Das wäre nicht so gut. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich wie immer sehr freuen. Und wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, habt ihr Bock, dass ich mal wieder ein Foodhaul mit meiner Oma drehe? Dann werde ich das definitiv machen. Und dann verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin sage ich Ciao.